Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerdfallmedizin. Wir sind weiterhin bei den Kindernotfalltagen in Garmisch-Partenkirchen und neben mir sitzt Philipp Jung, Intensivmediziner, Neonatologe, Spezialist der Kindernotfallmedizin, aber, und da größten Respekt, auch Notarzt, verbindet quasi die Welten Kinder- und Erwachsene-Notfallmedizin. Er versucht. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, und wir haben gleich mal, damit es einfach beginnt, ein easy Thema, so was Einfaches wie Kinderreanimation. Ja, sehr schön. Kinderreanimation, davor haben ja irgendwie dann doch alle irgendwie Angst. So häufig ist es nicht. Aber es gibt ein paar Grundregeln, die man überall, glaube ich, anwenden kann. Fangen wir gleich mal ganz basal an. Wenn man dich so fragt, Kinderreanimation, was ist dir so wichtig? Was sind so die Kernpunkte? Ganz klar, Basics. Okay. Ja, das heißt, wir wissen, dass die gute Herzdruckmassage einen direkten Einfluss darauf hat, wie schnell das und ob das Kind überhaupt einen ROSC bekommt, also einen Wiedereintritt der Spontanzirkulation. Und wir wissen, dass bei den Kindern die Ventilationen wichtig sind. Insofern, wenn das beides passiert, dann schütze ich das Kind erstmal vor weiterem Schaden. Andersrum gedacht, wenn das nicht gut funktioniert, dann muss ich mir eigentlich über sowas wie die Behandlung nach dem Wiedereintritt der Spontanzirkulation überhaupt keine Gedanken machen, weil das, wovor ich das Kind schützen muss, das ist eine Hypoxie und dafür brauche ich eine Minimalperfusion und die muss ich schaffen mit den guten, hochqualitativen, auch wenn einen der Begriff irgendwann nervt, aber hochqualitative Herzdruckmassage und die Ventilation und das Ganze im gescheiten Verhältnis. Zu den Verhältnissen kommen wir gleich, weil das ist ja schon mal was ist ja immer so schön, das 30:2, aber was ist denn so ganz anders als bei den Erwachsenen oder ist es überhaupt anders, außer dass die vielleicht kleiner sind? Das ist ja der entscheidende Punkt und das, also wir müssen so ein bisschen trennen, glaube ich, die ganzen psychischen Faktoren, die bei einer Kinderreanimation eine große Rolle spielen, aber rein das Technische an sich ist meiner Meinung nach gar nicht so viel unterschiedlich als bei den Erwachsenen. Das heißt, man kann sich sehr gut auf das berufen, was auch die Erwachsenenleitlinien sagen und wenn jemand reanimieren kann, dann ist es ja die Präklinik, muss man ganz klar sagen und ob da jetzt ein Kind oder Erwachsener liegt, wie gesagt, wenn man es schafft, die Begleitfaktoren so ein bisschen beiseite zu schieben, dann ist das doch sehr, 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 sehr ähnlich vom Ablauf her. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Fokus. Das ist ein guter Punkt und beruhigt mich auch immer wieder. Was aber doch so ein bisschen anders ist, sind so die reversiblen Faktoren. Ne? So der 60-Jährige, der umfällt, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt einen Herzinfarkt hat. Das haben die, ein 10-jähriges Kind oder ein 6-jähriges, 5-jähriges oder wie auch immer, haben das ja nicht. Was sind so deine großen Punkte, wo man sagt, reversible Faktoren bei Kindern? Also ganz vorne steht mit Sicherheit die Hypoxie, weil wir wissen, dass der Großteil der Kinder über die Hypoxie in die Bradykardie, in die PEA, in die Asystolie rutscht, auch wenn es mehr und mehr Zahlen aus Registerstudien gibt, dass es auch Kinder gibt, die sich mit Kammerflimmern präsentieren, aber über die Hypoxie in die Reanimationspflicht, das ist eigentlich das etwas Typischere bei den Kindern. Das heißt, die Hypoxie, das heißt die Atemnot, die unbehandelt in Atemversagen übergeht, was unbehandelt in eine Reanimation übergeht, die Atemnot gescheit erkennen und bekämpfen, das ist mit Sicherheit der Grundschlüssel. Das heißt, wenn ich es kann, die Reanimation zu vermeiden durch gescheite Maßnahmen, dann sollte ich das tunlichst ganz am Anfang fokussieren, damit es vielleicht gar nicht zur Reanimation kommt. Wenn ich in der Reanimationssituation bin, dann muss ich natürlich schauen, dass ich mit dem, was ich in die Lunge gebe, eine Thoraxexkursion schaffe, Beutelmaske mit Eskalationsstufen, Güdeltubus, Wendeltubus, Zweihelfer, Beutelmaskenbeatmung. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt. Okay. Du hast gesagt, Hypovolemie ist auch so ein Thema. Wo kommt das her oder was? Ich glaube, das sind die zwei Hauptsachen bei den Kindern, ne? Also die Hypoxie und die Hypovolemie. Und was man da nicht vergessen darf, ist einfach, mehr Druck auf den Kessel macht dann vielleicht auch einfach ein Mehr an Effekt. Das heißt, nicht nur Medikament geben, zum Beispiel über den Intraossean, sondern wirklich so, wie man es eigentlich beigebracht bekommt, Flash, zum Beispiel beim MIO-Zugang, Adrenalin, Flash hinterher und dann auch ruhig noch Volumen hinterher. Und wir denken, dass so ein Bolus von 20 Milliliter pro Kilo so aus der Hand ist, das macht schon Sinn, um die Hypovolemie, die angenommen da ist, zu bekämpfen. Okay. Das ist ja schon mal was ganz Spannendes, weil ich finde, an das denkt man bei den Erwachsenen gar nicht so sehr, außer der erstickt jetzt im Moment, aber eben klassisch denkt man Herzinfarkt, Lungenembolie, solche Sachen.
Jetzt hast du vorher gesagt, gar nicht so anders als beim Erwachsenen, muss man immer leise sagen, da ist nicht der kleine Erwachsene, aber was ja auch unterschiedlich ist, sind so diese verschiedenen Drück-Pust-Verhältnisse, also 3 zu 1, 15 zu 2, 30 zu 2, hast du da für uns so ein grobes Schema, wenn ich da reinkomme, heißt das Kind bewusstlos und dann ist es halt doch irgendwie schlimmer, wie man da umschaltet? Ich glaube, man kann es ganz gut runterbrechen, sagen die Leitlinien so ein bisschen durch die Blume, aber ist ja immer da immer die Grenze. Also wenn wir über 3 zu 1 sprechen, dann sprechen wir nur über die Neugeborenen. Reanimation extrem selten. Vom Setting her ja so für die Präklinik weniger relevant, muss man sagen. Das zählt aber 3 zu 1 machen wir nur sozusagen in der Zeit der Kreißsaalversorgung. Das heißt so die ersten 4 bis 6 Stunden des Lebens. Da scheint 3 zu 1 Vorteile zu haben. Wobei es wenige bis gar keine Untersuchungen gibt, die dazu überhaupt was sagen. Ja, aber da ist die erste Grenze. Die zweite Grenze ist, und alles, was danach kommt vom Alter her, was wir eindeutig als Kind identifizieren, das wird 15 zu 2 also 15 mal drücken, 2 mal beatmen. Und ich sag mal so ganz lapidar, eigentlich ist die Pubertät die Grenze. Jetzt muss man ja, Kinderärzte können ja aufgrund verschiedener Sachen, verschiedener Behaarungstypen und sowas die Pubertät mehr oder minder einschätzen. Und das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel, muss man sagen. Und deshalb, wenn man, also ich sage mal, wenn man reinkommt und man erkennt auf den ersten Blick, das ist ein Kind, dann fängt man an mit 15 zu 2. Wenn man reinkommt und überlegt schon, ist das noch ein Kind, dann ist es für den Patienten wahrscheinlich nicht nachteilig, wenn man ihn nach Erwachsenenleitlinien reanimiert. Okay, aber das ist, finde ich, ein super Statement. Das heißt, das 3 zu 1 wirklich im Rahmen Geburt, ja genau. Ganz alles klar. Andere 15, 2 und sobald man das Gefühl hat, naja, der könnte sich vielleicht selber ein Bier kaufen oder da so. Da wäre ich schwierig mit, das auf ein Alter zu beziehen, also das ist ja, okay. Ich verstehe. gut, das sind jetzt schon mal ein paar grobe Basics für die Kinderreanimation, die glaube ich so die ersten Minuten, Sekunden irgendwie schon mal einen Rahmen geben. Was mich noch interessiert, fallen dir noch so Fehler ein oder Fehler auf, so klassische Punkte, wo du das Gefühl hast, das machen irgendwie die meisten Erwachsenen immer wieder falsch oder da passiert irgendwie was? Falsch, ich bin immer nicht so ein Freund von zu sagen, das ist jetzt falsch, genau. Also ich würde es ein bisschen weicher formulieren, aber was ein großes Problem in der Realität ist, dass wir ja zwei verschiedene Konzepte haben, wenn wir in den angloamerikanischen Bereich gucken oder in den europäischen Bereich. Die Europäer starten ja die Reanimation bei Kindern immer und das ist ihnen anscheinend so bisher auch nicht anderweitig in den Fokus gerückt mit 5 Initialbeatmungen. Einfach dem geschuldet, dass wir sagen, die Hypoxie ist meistens der Auslöser der Reanimationspflicht. Was wir in Simulationsszenarien auch ganz oft sehen, ist, dass wenn sich niemand traut, Mund zu Mund oder Mund zu Nase zu machen, oder jetzt der Beatmungsbeutel erstmal besorgt werden muss, weil keiner rennt damit irgendwie am Gürtel rum und rechnet ständig mit, dass wir jemanden ventilieren muss, dann haben wir eine lange Zeit, weil wir ja eigentlich mit Beatmung beginnen sollen, wo nichts am Kind passiert. Und die Amerikaner haben das ja 2010 in ihren Leitlinien geändert. Die haben gesagt, wir fangen an mit Drücken und wir wissen dann, dass die ersten Beatmungen gar nicht so viel später kommen, als wenn ich jetzt mit der Ventilation anfange. Und das finde ich ein viel pragmatischeres Konzept, weil letzten Endes ist es wichtig, die Kinder so schnell wie möglich mit den Basismaßnahmen hochqualitative Herzdruckmassage und Ventilation zu versorgen, beziehungsweise sie so maximal zu stimulieren, dass wenn sie doch jetzt, also Pulstasten und so ist ja ziemlich raus, weil wir da auch nicht sicher sind, aber dass wir sie mit diesen Maßnahmen quasi maximal stimulieren und sie uns dann vielleicht doch noch ein Lebenszeichen geben. Also dass wir da schnell wissen, wo sind wir denn hier dran. Deshalb wäre ich großer Fan davon, wenn wir das auch in Europa hin zum CAB, also zum wir starten mit dem Drücken und machen dann in Ruhe dann die Ventilation, wenn wir das ändern könnten. Das fände ich gerne mit der Realität sehr viel näher. Genau, weil der Beatmungsbeutel, wie du sagst, der ist einfach selten greifbar und sonst, von mir ist macht man Mund zu Mund, aber ist es auch was jetzt in unserem Kopf meistens gar nicht so das Thema ist. Zwei Sachen sind ja noch ein Riesenthema bei der Reanimation. Das eine ist Airway-Management allgemein und das andere sind Medikamente. Aber das ist deshalb ein Riesenthema, weil wir da gleich am besten noch ein extra Video dazu machen. Sonst wird es sehr, sehr lang. Ich würde Folgendes machen.
Liebe Leute, wenn ihr Erfahrungen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, das weißt du noch nicht, aber wir haben auch den letzten damit überrascht, während des Videos live ohne Chance zu flüchten. Mhm. Wir leiten alle Fragen weiter. Schickt uns, was ihr so habt und was für euch unklar ist oder welche Erlebnisse ihr hattet. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Kürze beim zweiten Thema zu den advancederen Fragen, Medikamente und Atemwegssicherung. Sehr gerne. Vielen Dank und danke bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.